Ja, Hallihallo. Oh, es kommt, ja. Hallihallo. Ich würde sagen, ich bin live. Jedenfalls zeigt mir der Bildschirm das an. Hallihallo und herzlich willkommen an alle, die jetzt so langsam in unsere Facebook-Gruppe kommen. Ja, ich warte mal, bis ich jemanden sehe. Mein Name ist Kerstin Joost. Ich bin Meisterlehrerin der Diana Cooper Schule in der Schweiz. Und einige von euch kennen mich schon von der lemurisch-planetarischen Heilung, die ich manchmal am Dienstag leite. Oder von meinen Webinaren oder Workshops. Und heute habe ich die große Freude, mit euch durch diese Vollmond-Meditation zu gehen. Oh, schön! Bettina Barbara ist da. Hallo! Die Yvonne ist da. Christina Maria. Wunderbar! Es ist so schön, dass ihr euch die Zeit nehmt. Bei uns ist ein traumhaftes Sommerwetter. Und es hätte ja auch sein können, ihr habt irgendwas Besseres vor. Aber ich freue mich sehr. Hallo, Gabriele. Schön! Wunderbar! Super toll! Ja, ich habe gehört, in Deutschland war es durchaus nicht überall sommerlich heute. Meine Familie in Hamburg ist sehr, wie soll ich mal sagen, ein bisschen genervt von dem Wetter. Ich hoffe, es ändert sich überall, denn jetzt bald mal in würdiges Juliwetter. Wir können hier heute nicht klagen, es ist traumhaft warm. Ich denke mal, so um die 30 wird es wahrscheinlich geschafft haben. Der See war heute Morgen schon herrlich warm. Und jetzt ist es herrlich warm hier in diesem Raum. Ich hatte vorhin alles schön vorbereitet und wollte euch ein Livestreaming von Zoom geben und hatte wieder einen schönen Hintergrund. Ihr wisst, dass ich dafür ein Faible habe. Ich liebe Farben und ich hatte eins von meinen Orbfotos ausgewählt mit ganz viel Sonnenschein, blauem Himmel und viel Lila. Aber das Livestreaming hat nicht so sein sollen. Darum habe ich mich jetzt für die, da ist es, Komplementärfarbe Gelb entschieden. Heute geht es nämlich um Violett, Lila und alle Töne rundum. Ich habe euch dafür, damit ihr euch schon mal einstimmen könnt, hier einen wunderschönen sozusagen Diamanten in Lila. Ich hatte das Glück, letzte Woche in einem wunderschönen Geschäft ganz viele von diesen Glassteinen zu kaufen in ganz vielen Farben. Und dieser Lila hier ist doch traumhaft schön. Ha? Also so in etwa sieht das Lila Feuer der Quelle aus, auf Englisch Lilac Fire of Source. Und dieses Lila Feuer ist eins von vielen Feuern, das wir verwenden können, oder Flammen, Feuer, Flammen, die wir verwenden können, um niedere Energie, die sich in unserem Körper und in unseren Lichtkörpern oder besser gesagt energetischen Körpern befindet, zu reinigen. Warum reden wir eigentlich immer wieder von reinigen? Also manchmal habe ich das Gefühl, man kann es schon bald nicht mehr hören. Immer sollen wir noch mehr reinigen und immer noch mehr reinigen und wir sind doch immer dran. Ja, das ist auch gut so, bleibt auch dran. Tim Wild, der Co-Autor von Diana Cooper, hat schon ein paar Mal gesagt: You can never violet flame yourself too much. Du kannst die violette Flamme nicht oft genug anwenden und auch nicht überdosieren. Es passiert gar nichts, wenn du sie 100 Mal am Tag anrufst, was aber sicher auch wieder nicht nötig ist. Aber ich empfehle wirklich jedem, das als Routine zu machen, zum Beispiel abends, wenn man ins Bett geht, den Körper, die Chakren kurz durchströmen lassen von einem violetten Feuer oder einer Flamme und sich vorzustellen, dass man richtig durchgepustet, wie mit einem Fan, mit einem Ventilator wird, gereinigt und niedere Energie umgewandelt in etwas höher Schwingendes. Und woher kommt diese niedere Energie, die da sein könnte? Das sind in erster Linie mal unsere Gedanken und Gefühle. Denn ich glaube, wenn ihr jetzt hier in diesem Live-Video seid, seid ihr wahrscheinlich auch noch kein aufgestiegener Meister.
Ihr seid auch noch auf dem Weg wie ich. Und wir haben unsere Gedanken und Gefühle halt nicht immer im Griff und nicht immer in der lichtvollen Richtung. Und jeder einzelne Gedanke, egal in welcher Farbe, hinterlässt eine Spur in unserer Aura oder in unseren Chakren. Ja? Also wenn ich mich aufrege, wenn ich wütend werde, wenn ich ungeduldig bin, wenn ich das denke oder wenn ich Handlungen in dieser Stimmung ausführe, hinterlässt das eine Wolke aus dieser Energie um uns herum. Und das sammelt sich an und sammelt sich an und sammelt sich an. Es wird dann thematisch sortiert, in die Schubladen der Chakren abgelegt und irgendwann haben wir möglicherweise körperliche Beschwerden, was wir ja nicht wollen. Ja? Plus, wir nehmen im Moment sehr viel auch auf von anderen Menschen, Ängste, Unsicherheiten, all das, was im Moment im Kollektiv herumschwirrt, schwirrt natürlich auch durch unser Energiefeld. Darum wirklich reinigt euch regelmäßig und wir sind ja so glücklich und dankbar, dass wir ganz viele verschiedene violette Flammen oder eben dieses lila Feuer zur Verfügung haben. Ich habe neulich ein Webinar zu dem Thema gegeben und habe euch auch den Link in der Gruppe gepostet, dass ihr das gratis anschauen könnt und die Flamme auswählen, die für euch gerade am besten passt. Was spricht jetzt für die Anwendung des lila Feuers der Quelle? Dieses Feuer ist momentan die höchste Manifestation der violetten Flamme, die uns zur Verfügung steht, die höchst schwingende. Ihr könnt alle anderen auch anwenden, sie wirken alle fantastisch, aber das lila Feuer der Quelle ist das höchst schwingende. Es ist ein neuntdimensionales Instrument der Transformation. Es wurde uns erst vor kurzem zur Verfügung gestellt, damit wir quasi mit einem Turbo-Instrument weiterarbeiten und weitergehen können auf unserem Weg in das neue goldene Zeitalter. Und ich möchte euch ganz kurz vorher nochmal die Komponenten erzählen, damit ihr dann auf der inneren Reise nicht zu viel grübelt und nachdenkt, wo, wie, was, sondern dass ihr euch einfach auf die Reise einlassen könnt. Dieses lila Feuer der Quelle besteht aus drei Komponenten. Es besteht mal aus weißem Licht, was von Erzengel Gabriel und seiner Zwillingsflamme Hoffnung beigesteuert wird. Die beiden liefern den weißen Anteil, der aus Violett lila macht. Und dieses ist eine eher männliche Energie. Dann haben wir eine zweite Komponente, nämlich den violetten Anteil. Der wird geliefert von Erzengel Zadkiel und Lady Amethyst. Sie ist auch ein Erzengel. Diese beiden liefern den violetten Anteil. Und dann kommt noch reine Liebe der Quelle dazu, reine Liebe von Gott. Und dieses Pink, Violett und Weiß lodert zusammen und bildet das lila Feuer der Quelle. Und wir werden jetzt in ein ätherisches Retreat reisen, wo die Energie von diesem lila Feuer der Quelle ganz besonders hoch ist. Und das ist über dem Pazifischen Ozean, über dem südlichen Teil des Pazifik, weil dort die Energien der Retreats, der Rückzugsorte von diesen vier Engeln quasi zusammentreffen. Erzengel Gabriel hat sein ätherisches Retreat, seinen Rückzugsort auf der Erde, über dem Mount Shasta in Kalifornien. Dort wohnt auch Saint-Germain, der aufgestiegene Meister, der diese Flamme hält. Das Retreat von Erzengel Hoffnung ist über Malaysia. Also haben wir schon zwei Fixpunkte dieses Dreiecks. Kalifornien, Malaysia. Dann brauchen wir für ein Dreieck noch eine dritte Ecke, einen dritten Punkt. Und das ist Kuba. Über Kuba ist das Retreat von Zadkiel und Amethyst. Ja, vier Erzengel haben drei Retreats und die bilden die Eckpunkte eines energetischen Dreiecks, was über der Erde liegt
und dahin reisen wir gleich. Jetzt möchte ich aber erst noch weitere Teilnehmer begrüßen. Ich habe gesehen, wir sind schon eine große Runde geworden. Elisa ist da, die Margit, hallo. Der Peter ist wieder dabei. Fantastisch. Also, ihr Lieben, für die, die später gekommen sind, noch einmal hier eine Manifestation des lila Feuers der Quelle. Mein wunderbares, schönes, neues Juwel. Bevor ihr die Augen schließt, dürft ihr diese Farbe noch ganz tief in euch aufnehmen. Und dann ist es auch schon an der Zeit, euch wieder einmal gemütlich zurückzulehnen oder sogar hinzulegen. Diese Reise wird etwa 15 Minuten dauern. Ich lade euch jetzt ein, bringt eure Aufmerksamkeit ganz und gar in diesen Raum. Und ich meine damit den Raum, in dem ihr jetzt sitzt. Und ich meine jetzt auch diesen Online-Raum, den wir zusammen erschaffen. Stellt euch vor, die Teilnehmer, die jetzt dabei sind oder später noch das Video schauen, bilden einen Kreis und wir reisen alle gemeinsam in das ätherische Retreat über dem Südpazifik, um dort das lila Feuer der Quelle zu treffen. Bringe also deine Aufmerksamkeit in diesen Raum. Und atme ein paar Mal tief ein und aus. Und bei jeder Ausatmung lässt du los, was du eben noch gedacht, was du eben noch gefühlt hast. Du machst dich möglichst leer. Und du kommst ganz im Hier und Jetzt an. Bei jeder Ausatmung entspanne auch deinen Körper mehr und mehr. Lasse deine Augen sanft zufallen. Entspanne deine Nackenmuskeln. Lege deine Hände entspannt ab. Fühle dich getragen von deinem Stuhl oder von deiner Couch. Und fühle auch deine Füße verbunden mit dem Fußboden. Fühle deine Lichtwurzeln hinunterziehen in die Erde, in alle Richtungen sich verzweigen und sich verbinden mit der wunderbar starken, liebevollen Energie von Mutter Erde. Nimm jetzt auch hochfrequente Energie wahr, in weiß, goldenem oder in jeder andere Farbe Licht, das von der Quelle zu dir herunterströmt. Reine Energie voller Liebe, direkt von Gott, durchströmt deine oberen Chakren, fließt durch dein ganzes Energiefeld. Strömt durch deine Chakrasäule und jede Zelle deines Körpers und schließlich durch deine Füße in deine Wurzeln und in die Erde hinein. Atme dieses hochschwingende Licht tief ein. Und atme es aus in deine Aura, sodass sich eine Kugel aus Licht, aus Energie bildet, die dich sicher schützt und dich anhebt auf die perfekte Schwingung für deine innere Reise. Ich bitte jetzt Erzengel Michael, jeden von uns in eine Kugel aus wunderbar königsblauem Licht
und der entsprechenden schützenden Energie zu hüllen, damit wir auf dieser Reise ganz sicher sind. Und ich bitte Erzengel Gabriel, einen gewaltigen, großen, reinen, perfekten Diamanten über die ganze Gruppe zu legen, über alle, die jetzt live dabei sind und auch alle, die später noch diese innere Reise mitmachen. Nimm einen gewaltigen, großen Diamanten wahr, der die ganze Gruppe jetzt wunderbar umhüllt und schützt. Formuliere jetzt tief in deinem Herzen den Wunsch, dich von allem zu trennen, was dich noch auf deinem Weg zurückhält, dich von aller niederen Energie zu trennen, die in deinem Energiefeld, in deinen Chakren, in deinem Körper noch vorhanden ist. Spüre den sehnlichen Wunsch, all das zu transformieren und loszulassen. Und bitte jetzt um Unterstützung dafür. Kaum hast du diesen Wunsch geäußert, erscheint ein Engel des violetten Lichts. Er ist vor dir und er schaut dich liebevoll an. Er nimmt dich jetzt bei der Hand und führt dich auf eine Reise in ein ätherisches Retreat über dem Südpazifik. In einem Moment seid ihr schon unterwegs. Und du siehst hoch über dem Pazifik eine ätherische Lichtinsel mit einem wunderschönen Lichtschloss darauf. Gemeinsam landet ihr auf dieser Insel und du schaust dich um. Du siehst eine traumhaft schöne, überirdisch schöne Landschaft, wie in einem Paradies. Du siehst Wasserfälle, Bäche und Fontänen in Springbrunnen mit kristallklarem, reinem Wasser. Die Luft ist ebenfalls kristallklar und alle Farben der Natur um dich herum schimmern wunderschön intensiv. Du siehst, dass alles in voller Blüte ist und nimmst viele weiße, violette und pinkfarbene Blüten wahr. Ihr Duft umhüllt dich wie eine zarte Umarmung. Der violette Engel, der dich hierher geführt hat, lädt dich jetzt ein, mit ihm zu diesem Gebäude zu gehen, was du in einiger Entfernung vor dir siehst. Und er erklärt dir, dass es ein Tempel ist, in dem das lila Feuer der Quelle zu Hause ist. Und er sagt dir, dass dies ein ganz besonderer, intensiver Kraftort ist. Denn er liegt in der Mitte eines Dreiecks, das durch drei Rückzugsorte von vier Erzengeln gebildet wird. Erzengel Gabriel mit seinem Rückzugsort über dem Mount Shasta in Kalifornien, seine Zwillingsflamme Hoffnung über Malaysia, und dann die Erzengel Zadkiel und Amethyst mit ihrem gemeinsamen Rückzugsort über Kuba.
Du bist jetzt genau in der Mitte dieses Dreiecks, sodass das lila Feuer der Quelle eine enorme transformierende Kraft bekommt. Du wirst zusätzlich noch das Licht der reinen Liebe der Quelle erleben. Dein Herz schlägt vor Freude und gemeinsam mit dem Engel gehst du über eine Brücke, über einen kristallklaren Fluss und schon bist du am Eingang dieses Lichttempels. Die mächtigen Türen öffnen sich von alleine, denn du wirst bereits erwartet. Als du eintrittst, siehst du, dass es innerhalb dieses Lichttempels genauso wunderschön aussieht wie außerhalb. Es sind viele Pflanzen in diesem Gebäude. Es gibt eine riesige Kuppel aus Glas oder Kristall, die das Licht hineinlässt und viele Kristalle aufleuchten lässt. Es sind klare Bergkristalle, es sind Amethyste und du bist nicht sicher, ob nicht auch zahlreiche Diamanten dabei sind. So enorm funkelt es. Und ebenso siehst du hier wieder die wunderschönen Blumen und Blüten in Pink, Violett und Weiß. Dein Engel führt dich jetzt in die Mitte dieser großen Halle. Und du wirst dort bereits erwartet. Du siehst, dass vier wunderschöne leuchtende Erzengel auf dich warten. Es sind Erzengel Gabriel und Hoffnung in ihrem weißen Licht und die Erzengel Amethyst und Zadkiel in ihrem violetten Licht. Sie nehmen dich in ihre Mitte und bilden einen Kreis um dich. Und du fühlst dich eingehüllt in ihre Liebe. Sie fragen dich, ob du bereit bist, Altes loszulassen, was dich noch zurückhält auf deinem Weg, niederschwingende Energien, die du noch in dir trägst, und diese zu übergeben für eine Transformation. Voller Vertrauen, bist du einverstanden und teilst ihnen dies auch mit? Sie treten jetzt ein wenig zurück und machen den Kreis größer. Und in der Mitte, direkt vor dir, entsteht langsam eine wunderschöne leuchtende Flamme. Ein Feuer mit Anteilen aus weißem, violettem und pinkfarbenem Licht. Du spürst, dass dieses Feuer nicht heiß ist und du spürst, dass es eine enorme Kraft in sich trägt. Das Feuer schlägt hoch, höher als du groß bist und scheint dich einzuladen, näher zu treten. Und du trittst jetzt hinein in dieses lila Feuer der Quelle. Spüre die transformierende Kraft dieser neuntdimensionalen, hochschwingenden Energie und übergib alles, was du nicht mehr brauchst. Lass es vertrauensvoll jetzt los.
Das Feuer weiß ganz genau, wo es aktiv werden kann. Du darfst einfach vertrauen und es geschehen lassen. Langsam wird dieses lila Feuer der Quelle kleiner und zieht sich langsam aus deinem Energiefeld zurück und verschwindet schließlich ganz. Du hast deine Augen noch geschlossen und spürst, dass du dich jetzt ganz anders fühlst als vorher. Du spürst neue Hoffnung und Vorfreude auf etwas Neues, Besseres in dir. Und du spürst ein neues Gleichgewicht aus männlicher und weiblicher Energie, das dir eine neue Stabilität gibt und eine neue Basis bildet für das Voranschreiten auf deinem Weg. Voller Dankbarkeit öffnest du deine Augen und du siehst die Erzengel Gabriel und Hoffnung, so wie Zadkiel und Amethyst immer noch um dich herumstehen. Sie lächeln dich an und du weißt, dass sie fühlen, was du fühlst. In diesem Moment wirst du eines wunderbaren Gesangs gewahr. Und du richtest deine Augen, deinen Kopf zur Kuppel dieser wunderbaren Halle. Und vielleicht kannst du es sehen, vielleicht ahnst du es, dass der Seraphim Serafina dort oben unter der Kuppel für dich singt. Vielleicht nimmst du auch ihre Lichtcodes wahr, die über ihren Gesang in dich einströmen, die ganze Halle erfüllen. Und diese neue Energie, dein neues Gleichgewicht, deine Hoffnung auf etwas Neues und Besseres in dir verankern. Lausche noch einen Moment. Langsam wird der Gesang von Serafina leiser. In deinem Innern hörst du ihn aber weiterhin. Du spürst, dass es jetzt Zeit ist, sich zu verabschieden von den vier Erzengeln, und du dankst ihnen von ganzem Herzen. Sie öffnen ihren Kreis. Und du gehst zum Ausgang dieses Lichttempels
und verlässt ihn gemeinsam mit dem violetten Engel, mit dem du gekommen bist. Du trittst heraus und dir scheint die Schönheit der Natur um dich herum noch einmal schöner zu sein. Intensiver, leuchtender, reiner. Und du siehst weiterhin die vielen Blüten in Violett, Rosa und Weiß. Und du siehst jetzt auch zahlreiche Schmetterlinge in diesen drei Farben, die dich fröhlich umtanzen und mit dir den Weg gehen. Über die Brücke, über den Fluss, weiter durch den Rest des Parks, bis zu dem Ort, an dem ihr gelandet seid. Mit einer großen Freude und Dankbarkeit startet ihr auf euren Rückweg zurück in den Raum, von dem aus du losgereist bist. Und ganz unendlich sanft setzt der Engel dich wieder in deinen Stuhl oder auf deine Couch. Du dankst auch ihm für seine Begleitung und wirst dir jetzt wieder deines physischen Körpers bewusst, spürst deine Füße und bewegst sie ganz langsam. Spürst deine Hände und bewegst sie. Spürst deinen ganzen Körper und bewegst ihn, wächst ihn sanft auf nach dieser Reise in eine so hohe Energie. Und wenn du bereit bist, öffnest du wieder deine Augen und spürst immer noch die große Freude, die du erlebt hast und die Gewissheit auf etwas Neues. Besseres. Spüre deine Wurzeln in der Erde, bewege deine Füße. Wenn du möchtest, kannst du auch ein bisschen aufstampfen. Und ich danke Erzengel Gabriel, der uns in seinem wunderbaren reinen Diamanten gehalten hat als Gruppe. Und löse jetzt auch diese Gruppe langsam auf, indem ich mich von euch verabschiede und ganz, ganz herzlich bedanke, zusammen mit meinem wunderbaren Kristall. Ja, schon wieder. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr mitgereist seid. Ich habe zwischendurch die Botschaft gekriegt, dass es zu leise ist. Ich habe das Mikrofon umgestellt. Ich hoffe, ihr habt mich hören können. Und ich werde morgen noch etwas posten. Es gibt ja ein Decree, eine Erklärung, einen Text, über den man sich ganz besonders leicht mit diesem lila Feuer der Quelle verbinden kann. Das sind diese I am Wörter. Ich bin das lila Feuer der Quelle. Das werde ich morgen nochmal für euch posten. Dann habt ihr morgen noch etwas, das euch wieder daran erinnert. Dreimal täglich Zähne putzen oder mindestens einmal am Tag die lila Flamme, das lila Feuer der Quelle anwenden. Ja, Gabi, du bist auch da. Schön, Yvonne. Wunderbar. Ihr Lieben, genießt euren Sonntagabend. Ich werde jetzt noch ein bisschen die wunderbare Sonne hier genießen und freue mich mit euch auf das neue, schöne, was uns alle erwartet. Bis ein andermal. Tschüss, eure Kerstin.